Ja, hallo, hier ist das GameStar Multiplayer Labor und extra eingeflogen aus den USA, aus dem schönen Berkeley, ist Heinrich Lenhardt als Heini Hasenherz, der in einer extra von Herrn Deppe zusammengestellten, extra schweren Multiplayer-Karte gegen Jörg den Ersten spielen wird. Das bin ich. Dann legen wir mal los. Jo, und wir starten jetzt die Partie. Wie man hier sieht, haben wir ein bisschen schon eine Anfangsaufstellung, ein paar Kampfeinheiten habe ich hier links. Und ein paar Arbeiter, die lasse ich erstmal Schafe schlachten. Ich spiele übrigens die Briten und wie alle Völker bei Age of Empires 2 haben die gewisse Vorteile. So kann ich zum Beispiel meine Stadtzentren, wenn ich zusätzliche bauen möchte, zum halben Preis kaufen. Die Briten haben eine Spezialeinheit und zwar die Langbogenschützen. Mit denen werde ich Heinrichs Einheiten nachher aus der Ferne einfach niedersemmeln. Hat er keine Chance. Und noch ein paar andere Nettigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Foot Archers eine etwas größere Reichweite haben. Dass meine Schäfer ein bisschen schneller arbeiten, ist allerdings für die Katz. Ach, die halbstarken Spieler, die sich was auf ihre Bogenschützen einbilden, das kann mich gar nicht verunsichern. Ich habe meine Perser und die haben einen schnuckligen Bonus bei der Produktion in den Docks und den Town Center. Also neue Bürger und Boote werden extra flott gebaut. Und naja, wenn es noch mal ein bisschen unruhig wird, dann hat man ja noch seine Kriegselefanten. Das ist eine Einheit, die nur die Perser herstellen können. Und die Kriegselefanten sind ebenso langsam wie stark gepanzert und können über eine ordentliche Reichweite hinweg mehrere Gegner gleichzeitig anmachen. Ja, ich habe hier jetzt schon das Feudal-Age fast erforscht, jawohl, und Sie haben sicherlich gesehen, wie sich jetzt die ganzen Gebäudegrafiken geändert haben. Es gibt 4 Zeitalter im Spiel und erst im letzten, im Imperial Age, im kaiserlichen Zeitalter, können Sie wirklich alles bauen, auch schon die ersten Musketenschützen und haben auch sämtliche Gebäude zur Verfügung. Neben diesen 4 verschiedenen Grafiksets über die Zeitalter gibt es übrigens auch noch insgesamt 4 Kulturgrafiksets. Ich weiß zwar nicht, wie kulturell angehaucht Heinrichs primitive Perser gerade sind, aber sie haben eine andere Gebäudegrafik, ich scroll da gerade mal hoch, als meine Leute. Außerdem ist er, glaube ich, auch noch im dunklen Zeitalter. Nicht mehr lange. So, ich zeige Ihnen jetzt mal ein bisschen so das Schlachtfeld. Ich bin unten jenseits dieses Grenzflusses und habe zwar etwas mehr Wälder, wenn ich das richtig sehe, und auch Steinvorkommen. Ja, und der liebe Heinrich hat dafür 3 im Gegensatz zu 2 Goldvorkommen. Mit anderen Worten, ich denke, dass ich durch diese Ausgangssituation irgendwann mal gezwungen sein könnte, mich ein wenig auf die andere Seite des Flusses auszubreiten. Aber natürlich erst ganz spät und keine Angst, Heinrich. Leute, die hier zuhauen können. Ja, während der Kollege Langer hier seine billigen Einschüchterungsversuche unternimmt, zeige ich Ihnen ein neues, wirklich witziges Feature, Gathering Points. Damit kann ich festlegen, wo frisch produzierte Einheiten hinmarschieren. Das ist nicht nur nützlich, um die Krieger zur Schlacht gleich automatisch zu schicken. Ich kann also auch die Zivilisten, die ich hier im Town Center produziere, gleich zur Arbeit antreiben, indem ich zum Beispiel hier den Gathering Point mitten in den Wald verlege. Was wir bei der Gelegenheit auch sehen, ist das Lumber Camp. Es gibt jetzt für die ganzen Rohstoffe im Spiel solche Außenposten, wo dann in diesem Fall das Holz direkt hingetragen werden kann. Das heißt, meine fröhlichen Holzhackerburm und Madeln müssen also nicht ins Town Center zurückrennen, sondern können hier super schnell ihre Holzscheite abladen und ich kann entsprechend schnell das Zeug wieder verbauen. Und wie Sie hier sehen, habe ich an der Furt am Grenzfluss, der unsere beiden Gebiete trennt, und Heinrich ist gerade auch schon dabei, eine Mauer gebaut. Heinrich macht es wahrscheinlich, weil er sich furchtbar fürchtet. Ich habe es nur deswegen getan, dass nicht aus Versehen seine ahnungslosen Arbeiter in meine Speerspitzen laufen. Also wir ignorieren einfach mal diese billigen Drohungen von Kollegen Langer und machen konstruktive Dinge. Ich bin ja einer von diesen defensiven, schüchternen Aufbauspielern und deswegen habe ich jetzt hier das Blacksmith Building gebaut. Der Schmied ist eine ganz wichtige Figur. Wenn ich nämlich hier draufklicke, sehe ich wieder viele schöne neue Sachen, die ich erforschen kann. Und das ist bei Age of Empires 2 enorm ausgebaut worden. Also der Forschungsbaum steckt voller spannender Dinge. Hat Herr Lenhardt es doch tatsächlich geschafft, seinen Dock außerhalb der Befestigungsanlagen zu platzieren und einfach als kleine Merkhilfe werde ich den jetzt zerstören. Können wir noch was hinbauen, also so ist es ja nicht. Oh, was? Die Kumpel mal. Nein. Datum.
Und Sie sehen schon seine Abwehrtürme. Habe ich Türme gesagt? Es ist nur ein einziger. Und es will wohl tatsächlich Streit hier. Ich habe es ja nicht so gemeint. Also ich würde sagen, Deeskalation, ich gehe wieder. Wo sind die Wasserlassen, wenn man sie braucht? So. Während ich Herrn Lehnhardt mit solchen kleinen Späßen ablenke, habe ich etwas getan, was ihm bislang noch nicht aufgefallen ist. Und zwar bin ich bereits mit einem eigenen Dock, den ich neu gebaut habe, über den Fluss gesetzt und habe, wie Sie hier sehr schön sehen können, sein drittes Goldminenfeld unter Beschlag genommen. Hier sind schon die ersten Soldaten, einen Wachturm habe ich auch schon gebaut. Und die Mauern werden verhindern, dass er ohne weiteres da wieder reinkommt. Ah, ich hab genug Gold, nimm das nur. Ich bin jetzt inzwischen im dritten Zeitalter, im Castle Age. Was mache ich im Castle Age? Ein Castle bauen. Man braucht für solche Brocken keine Baugenehmigung, man braucht nur ein bisschen freien Platz. Und Castles sind eine ganz tolle Sache, sind prima zur Verteidigung, wenn gewisse Nachbarn, aber das hatten wir schon. Das sind Demolition Ships, die haben nur einen Zweck. Ein anderes Schiff zu rammen und zu versenken, aber die können auch gegen Gebäude eingesetzt werden. Und wenn Sie sich erinnern, ich habe ja vorhin etwas unglücklich versucht, das Dock von Heinrich zu zerstören. Naja, jetzt gucken wir mal, was eine Flotte von 2, 4, 11 Demolition Ships so ausrichten kann. Ja, da schießt der einzige Abwehrturm des Lehnhardts ein wenig auf meine Schiffe. Aber Sie sehen, das geht doch ziemlich und ja, da ist der Dock weg. Und jetzt soll der Lehnhardt doch versuchen, nochmal eine eigene Flotte aufzubauen. Sehen Sie diesen Pulk von, ich glaube, 3 verschiedenen Truppentypen, den ich hier einfach mal in der Landschaft stehen habe. Ich wähle einfach per Rechteckfunktion alle aus und klicke jetzt auf ein Bewegungsziel. Und Sie sehen, wie schön sich die Einheiten formieren. Hinten sind die Priester, dann kommen die Langbogenschützen, meine Spezialeinheit, und vorne die Longswordmen. Gut, und jetzt zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Formationen. Ich nehme nämlich am liebsten die Rechteckformation. Und wie Sie jetzt sehen, haben sich die Langschwertkämpfer außen postiert, dann kommen die Bogenschützen und in der Mitte sind die Priester, die Gegner versuchen zu konvertieren oder verwundete eigene Soldaten heilen. Und diesen Trupp, der nun wirklich auch optisch sehr schön wirkt, den werde ich jetzt einfach mal, Sie wissen schon, über den Grenzfluss schicken. Oh, was war denn das? Ja, was ist hier passiert? Ich habe ein Trebuchet gebaut. Das wird im Castle produziert und ist ein super Apparillo, weil damit kann ich aus großer, sicherer Entfernung auf gegnerische Gebäude schießen. Und hier habe ich schon das Gatter vom Eulenlange weggesprengt und kann dem Trebuchet auch sagen, er möge doch bitte hier jetzt bei diesem feindlichen Castle weitermachen. Und Sie sehen, wie über das Wasser die Kanonenkugeln angesegelt kommen. Und ja, steter Schuss hüllt das Mauerwerk, oder Kollege? Ups, das habe ich verschwitzt. Da muss ich meine stolze Legion erstmal wieder zurückziehen, weil ein paar Trebuchet-Treffer und die armen Jungs sind weg vom Fenster. Aber ich habe, glaube ich, schon die Antwort für Heinrichs feige Verteidigungstat. Und zwar habe ich ja hier noch meine Ritter. Und die lade ich jetzt auf einige Schiffe. Das ist ein Windeseile geschehen. Pro Schiff, na gut, ein Infanterist war es dabei. Pro Schiff passen 5 Ritter drauf. Und schauen Sie mal, der Herr Lehnhardt hat mal wieder am falschen Ende gespart. Und zwar hat er seine kleine Verteidigungsmauer leider nicht so errichtet, dass wirklich die ganze Küste abgedeckt ist. Ich zwar auch nicht, aber zum Glück greife ich hier als erstes an. Und jetzt schauen wir mal, wie lange sein armseliges Trebuchet-Katapult gegen meine Ritter bestehen kann. So. Und ich ignoriere jetzt die anderen Einheiten hier. Mich interessiert nur das Trebuchet. Ha! Und ja, das war's auch schon.